Jo, Entscheidung gefällt. Depp, 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 depp. Und kaufen. Ich bin einfach ein unglaublicher Fan von dem Glaive Beam. Und in Kombination mit dem Weapon Pre-Igniter, fantastische Sache. Das könnte eine sehr starke Kombination werden. Und wir sind noch früh genug im Spiel, dass ich glaube, dass wir jetzt die nächsten Kämpfe auch alleine mit dem Glaive Beam schaffen können. Und ein paar Kämpfe weiter können wir dann schon Ionenkanonen dazu aktivieren und kommen, glaube ich, ziemlich gut durch. So, und jetzt hüpfen wir mal hier hin und testen diese Theorie. Also vorausgesetzt, wir kriegen den Kampf. Ja, komm, hier mach mal. Gratis Grab. Immer schön, nehmen wir gerne mit. Ich möchte zu dem Distress Signal, aber wir werden wahrscheinlich danach in den Kampf kommen gegen die Föderationsflotte. Ich mache mir ehrlicherweise keine Sorgen, weil ich glaube, dass wir die einfach in Stücke schießen aktuell. Ja, wir suchen mal, das war nicht so gut. Bisschen auf die Fresse bekommen. Schade. Egal. Außerdem dafür, dass wir den Kampf jetzt akzeptieren am Exit, bekommen wir noch mehrere zusätzliche Beacons in diesem Sektor und das ist echt eine gute Sache. So, ja, Weapon Pre-Igniter, Glaive Beam, Gegner im Arsch. Brutzel. Ja, so viel dazu. Die konnten einfach mal pauschal gar nichts machen, bevor wir deren halbes Schiff zerlegt haben. Ich liebe diese Waffe. Jetzt heißt es nur noch warten. Enemy FTL delayed. Was heißt eigentlich delayed komplett ausgefallen seit neuestem? Also irgendwer ist das doch verzögert, aber bei rotem Maschinenraum ist eigentlich gar nichts mehr mit FTL Charge und so. Naja, egal. Danke. Es fehlen noch ein paar Scrap bis zur Ionenkanone. Vielleicht kriegen wir die hier schon. Hast du mal ein paar Scrap? Ja, nee, eigentlich, also nee, danke, muss nicht. So, dann einmal Exit und jetzt dürfen wir uns mit der Föderationsflotte anlegen. Ist schon ein bisschen unschön. Heilige Scheiße. Die sind jetzt tatsächlich doch noch ein bisschen stärker, als ich erwartet hätte. Mal sehen, was wir tun. Also erstmal natürlich, Glaive Beam ist klar. Das Problem ist, dass wir jetzt nicht so furchtbar viel Schaden machen, weil die zwei Level 2 Schild haben. Aber da wir erst das Schild treffen und danach das Waffensystem, glaube ich, dass wir schon ein bisschen was vernichten können hier. Ja, das hat leider nicht gereicht, der Treffer auf dem Schild, um wirklich ein Schildlevel zu reduzieren. Mal überlegen. Ich möchte wahrscheinlich flüchten aus dem Kampf. Es könnte sein, dass das jetzt ein größeres Problem wird. Aber okay. Ich habe gerade eben überlegt, ob ich auf die Ionenkanonen umsteigen möchte, um die einfach so lange in Schach zu halten, bis wir flüchten können. Nur ich glaube nicht, dass das viel Sinn macht. Ja, die haben natürlich jetzt auch alles repariert, bevor unser nächster Glaive Beam ankommt. Hehehe, ja. Fressen wir tatsächlich ein bisschen Schaden. Das ist nicht so schön. Jetzt ist vorbei mit Glaive Beam. Okay, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass dieses Schiff schon so große Probleme macht. Das Problem ist, wir kommen mit den Ionenkanonen auch nicht durch das Schild durch, deswegen. Wir müssen eigentlich nur so lange überleben, dass wir hier wegkommen. Ich hätte mit ein bisschen weniger Problemen gerechnet in dem Kampf, aber gut. Die haben halt ein richtig fieses Waffensystem hier. Autsch, das hat wehgetan. Gebe ich gerne zu. Naja. Okay. Wir haben es aber noch mal überlebt. So,
müssen jetzt erstmal ein bisschen reparieren hier wieder. Und zwar, ihr beide stopft mal da dieses Leck, bitte. Wir müssen es jetzt unbedingt reparieren und wir müssen auch ganz, ganz unbedingt eine Ionenkanone ans Laufen kriegen. Denn alleine mit dem Glaive-Beam, das ist mir durchaus klar, kommen wir bald schon nicht mehr weiter. Das war eine sehr risikoreiche Entscheidung, dem war ich mir aber bewusst. Und trotzdem, ich mag einfach den Glaive-Beam in Kombination mit dem Pre-Igniter. Naja. Wenn das nicht funktioniert, dann sind Kiriro, TLP und Käfer halt tot. Das ist ja, ja Pech gehabt, ne? So, wieder alle zurück auf ihre Posten. Und sobald TLP da ist, können wir den Glaive Beam wieder aktivieren. Sehr gut. Ich hätte jetzt gern auch Store. Das ist praktisch. Dankeschön. Bisschen reparieren ist nämlich echt toll. So. Ja, eigentlich. Ja. Nur reparieren. Wir kaufen noch ein bisschen Treibstoff ein. Sollte man natürlich wieder ein gutes Stück weg von dem Ziel, eine Ionenkanone ans Laufen zu kriegen. Und zusätzliches Schild wäre auch mal ganz nett, relativ bald. Ich bin in diesem Spiel, weil ich da sehr positive Erfahrungen mitgemacht habe, ein großer Fan von starker Offensivkraft. Das funktioniert meiner Erfahrung nach besser als Verteidigung. Weil das jetzt langsam schon ein Problem wird hier, dadurch, dass die jetzt standardmäßig zwei Schilde haben. Gut. Müssen wir halt irgendwie durch. Und der erste Glaive Beam, der wird jetzt sowieso ins Leere laufen, weil wir damit nur deren Energieschild zerlegen, aber naja, kann man nichts machen. Ja, okay. Das müsste aber eigentlich noch klappen. Gut, wir haben jetzt kein Energieschild mehr. Aber unser Schild ist hoffentlich wieder online, bevor deren Laser wieder da ist. Und ich sollte vielleicht auch mal hier ein bisschen drauf losfeuern. Und zwar können wir, ich weiß nicht, kriegen wir diesen Schuss hin? Ja, den kriegen wir so hin. Sehr gut. Damit hat sich deren Laser nämlich erledigt. Angenehme Sache. Damit ist der Kampf eigentlich auch gelaufen, denke ich mal. Selbst wenn die ihren Laser jetzt noch repariert bekommen, muss der auch noch aufladen und dann derzeit hat sich der Energy Fighter weggefightet. Nämlich genau jetzt. Danke. So. 29 Scrap. Sehr gut. Brauchen unbedingt mehr Scrap. Ja, wir gehen direkt zu dem Distress. Das wird schon passen. Hier gibt es dieses Ereignis mag ich nicht. Wenn ich mich richtig erinnere, sind sowohl Option 1 als auch Option 2 mit dem Risiko behaftet, Crewmitglieder zu verlieren. Ich glaube, das ist aber, weil bei 2 bin ich mir nicht sicher, bei 1 bin ich mir ziemlich sicher. Bei 2 ist, glaube ich, das Risiko Hull Damage, also hier Punkte weg und so. Aber wir machen das mal, wir brauchen unbedingt Scrap. Aha, wir haben sogar ein Crewmitglied bekommen. Sehr schön. So, Kiri, das war's für dich als Pilot.
Denn deine energetische Aura können wir im Schildraum definitiv besser gebrauchen. Dann kann unser Engie nämlich jetzt fliegen. Und wir haben damit ein Energie zur freien Verfügung, was sehr gut ist, denn das brauchen wir ja noch, um die Ionenkanone online zu kriegen, sobald wir uns das Upgrade für das Waffensystem leisten können. Und das sollte nach diesem Kampf der Fall sein, wenn wir diesen Kampf hier schaffen, wovon ich jetzt aber nochmal ausgehen würde. Machen nämlich jetzt einfach wieder. Also so schießen könnten wir vier Räume treffen. Das Problem ist, ich glaube, das möchte ich nicht. Ich möchte lieber so schießen, um Schild und Waffen zu treffen. Das ist ein bisschen sicherer, glaube ich. Jetzt haben die keinen Laser mehr, jetzt haben die noch ihren Pike-Beam, den wir eben verkauft haben, weil er zu schlecht war für uns. Damit laufen die jetzt rum. Naja, Second-Hand-Weapons und so. Aber der wird uns keinen Schaden machen können. Der wird wahrscheinlich nicht mal durch unser Energieschild hier durchkommen. Da, total lächerlich. Und jetzt ist eigentlich auch. Moment, hier machen wir einen Schaden. Und Schild weiter runter, dann haben wir noch drei Räume mit zwei Schaden. Eins, zwei, drei und zerfetzen deren Schiff vollständig, wenn wir das so machen. Deswegen. Oha! Das Angebot ist gar nicht so schlecht, weil wir auch ein bisschen Treibstoff brauchen können. Ja, tu her. Hauptsächlich wegen dem Treibstoff, um ehrlich zu sein. Und es reicht für das, was ich machen wollte. Ja, Raketen haben wir jetzt ohne Ende. Das ist ja auch nicht schlimm. Die werden ja nicht schlecht. Auch wenn ich langsam stark daran zweifle, dass wir die brauchen können. Ich würde gern noch eine Ionenkanone durch eine Ionenbombe austauschen. Das muss ich auch dazu sagen, aber wer weiß, ob wir die Möglichkeit haben, an so ein Teil dran zu kommen. Ach so, hier war dieses richtig, 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 richtig. Moment. Ja, hier sind so irgendwie, also das sind Soltan-Hippies quasi. Die haben keine Waffen, haben kein Schild, haben kein gar nichts und das gehört zu dem Quest, um dieses Schiff, mit dem ich gerade spiele, beziehungsweise Typ A davon, erstmal freizuschalten. Angreifen können wir die, das ist total lächerlich. Wir können das Quest auch machen, aber ich glaube, das bringt uns jetzt nicht so viel. Na, vielleicht schon. Ich weiß aber gar nicht mehr, ob ich das noch hinkriege. Moment, machen wir das einfach mal. Bla 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 bla. So, wir deuten dein Schweigen als Interesse. Die blabbern jede Menge über Frieden und hey. Ja, bla. So. Und jetzt haben wir nämlich einen Questmarker. Da müssen wir jetzt hin und da geht's weiter. Deswegen gehen wir da auch hin. Ich bin der Meinung, es gibt noch irgendwas außer dem Schiff, wenn wir das jetzt machen, was wir dann auch jetzt brauchen können, durchaus. Oh, guck mal, Autoscout ohne Schild. Wie süß. Oh, ist ja putzig. Di-di-di-di-di-di-di. Ja, so viel dazu. Danke. Store? Möchte ich zum Store? Das Spiel fragt mich Sachen gerade. Ich glaube eher nicht so. Reparieren? Nö. Treibstoff? Wäre nicht schlecht, aber. Nee. Lass mal bleiben. Gehen wir mal zu dem Quest. So, hier müsste jetzt auch noch ein Soltan Cruiser kommen. Ach nee, stimmt, das war kein Soltan Cruiser, das war ein Rebel Fighter. So, und die müssen wir jetzt rufen. Und genau das Richtige sagen. So, ich habe gerade kurz nachgeguckt, was man hier sagen musste. Dann kann man dieses Video nämlich auch direkt als Lösung für das Freischalten von dem Soltan Cruiser nehmen, wenn man den noch nicht hat und unbedingt haben möchte und sowas.
Die erste Antwort ist das hier. Plopp. Und die zweite das hier. Und dann, tada! So. Jetzt bekommen wir nämlich noch eine Waffe und Scrap. Das war das, was ich eigentlich haben wollte. Normalerweise würde jetzt auch das Sultanschiff freigeschaltet werden. Aber na, wir fliegen schon mit Typ B-Layout davon rum, also eher nicht so. So, jetzt haben wir eine Hermes Missile. Das ist schön, weil wir haben ganz viele Raketen. Das ist nicht so schön, weil die braucht 3 Strom und das kriegen wir nie im Leben zusammen parallel zum Glaive Beam. Aber können wir verkloppen. Ist ja auch in Ordnung. Und dann wäre jetzt der Store doch wieder interessant. Ja, haben wir halt auch unnötige Sprünge drin, weil wir über bereits besuchte Beacons wieder drüber müssen, aber gut. Das Teil, also das können wir auf gar keinen Fall brauchen, bringt aber auch nur 25. Es gibt auch nur 3, das ist natürlich gemein und so. Drone Control könnten wir jetzt kaufen, dadurch, dass wir über die andere Drohne verkauft haben, ist das nicht mehr so interessant. Gut, geht's wieder zurück. Im Nachhinein wäre ich jetzt nicht zum Store gegangen, aber tja, weiß man halt vorher nicht. So. Ach, ihr schon wieder. Ach, die haben auch einen Glaive Beam, das ist ja gemein. Und 4 Sultans direkt. Ja, danke. So. Wir wollen. Was wollen wir? Ich möchte nicht unbedingt, dass die ihren Glaive Beam laden können. Werden wir aber wahrscheinlich nicht drum rumkommen, weil wir brauchen unseren, um. Brauchen wir das? Ich werde es mal riskieren. Ich werde den Glaive Beam, glaube ich, nicht abfeuern. Versuche mit dem. Mit der Ionenkanone deren Energieschild runter zu ballern. Aber. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ja, doch, die müsste eigentlich schnell genug laden dafür. Gut, wir müssen jetzt aber definitiv was dagegen machen, dass die zu viert versuchen. Das Waffensystem anzugreifen, denn wenn die das schaffen, ist doof. Jupp. Machen wir jetzt 4 gegen 4. Das gefällt mir überhaupt nicht. Kiri, geh mal bitte wieder zurück. Ach nee, das war falsch. Kiri gehört hier gar nicht mehr dahin. Gut. Wir versuchen das jetzt doch mit Erstickungstod, weil die sind ein bisschen zu stark gerade. Ja, das mit dem Schild ist noch nicht so tragisch. Wir brauchen noch einen Schuss von der Ionenkanone. Einen brauchen wir noch, kommen wir nicht drum rum. Schieß bitte. Alles zumachen, alles Innere offen machen, Kurzsau. Aua. Das ist ein Treffer von dem Glaive Beam an uns. Nicht so toll. Aber hat nur 3 Schaden gemacht, ist jetzt nicht so schlimm. So, jetzt haben die kein Energieschild mehr. Damit sind die kurz gesagt im Eimer. Wenn ich jetzt ordentlich den Glaive Beam platziere, zwar etwa so. Ja. Ja, das war doch ganz in Ordnung. So. Aufräumen. Kiri, bitte wieder in den Schildraum. So, Schild an. Ja. Ich würde fast gerne das machen und gleichzeitig die zweite Ionenkanone nehmen. Allerdings wäre es wahrscheinlich klüger, das zu machen und mehr Schild aufzubauen, so langsam.
Moment. Schauen wir uns nochmal eben die Karte an. Ja, Schild wäre nicht schlecht. Aber okay. Ich glaube, ich würde jetzt normalerweise auf das Schild gehen. Andererseits habe ich eben gesagt, dass ich auf Offensiv stehe. Deswegen, ja, machen wir jetzt die offensive Variante. Können. Ich denke mal, wir können hier, hier und hier springen. Dass wir wirklich noch die drei Beacons mitnehmen hier. Oh, ha. Zwei Beamdrohnen. Das ist nicht so angenehm, weil die relativ effizient unser Energieschild zerlegen werden. Genau so. Das ist kein Problem, weil die noch nicht über das andere Schild drüber kommen jetzt. Allerdings werden die gleich darüber kommen, weil der Hall-Laser unser Schild auslöschen wird. Wenn wir jetzt allerdings so machen. Nein, Moment. Ich glaube, ich war eben gar nicht in dem Waffenraum drin. Ich möchte vielleicht sogar mit dem Drohnenraum anfangen, denn da gleich unser Schild kurzfristig ausfallen wird. Wäre es gut. Ja, ich platziere immer total pixelgenau und manchmal geht das voll in die Hose und manchmal auch nicht, aber egal, ich habe da irgendwie Spaß dran. Auf jeden Fall wäre es gut, in dem Drohnenraum anzufangen, denn vielleicht können wir eine von den Beamdrohnen direkt lahmlegen mit dem Schuss und wenn dann gleich unser Schild ausfällt, nehmen wir nicht ganz so viel Schaden. Deswegen, yay! Oh, oder wir zerlegen einfach direkt vollständig das Schiff. Geht auch. Kein Problem. Ist alles in Ordnung. So. Das ist so der Grund, warum ich Offensive in diesem Spiel mag. Weil wenn man die Gegner einfach zerlegt, bevor die einem Schaden machen können, braucht man keine Defensive. So. Hey, guck mal. Noch mehr Leute, die unbedingt gegen uns kämpfen wollen. Ja, ist vollkommen in Ordnung. Standardtaktik, erstmal mit den Ionenkanonen vollständig verfehlen. Super Taktik. Geil. Egal. Nächster Versuch. So, jetzt haben die nämlich schon ein bisschen weniger Schild. Und dann zerlegen wir doch mal bitte. Nein, das war zu weit unten. Der etwa dahin sollte passen, hoffe ich. La 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 la. Oh! Die bieten Anti-Ship-Drone Mark One. Neben so ein bisschen anderen Kram. Ja, nehmen wir. Die ist ein bisschen was wert. Die ist sogar ziemlich nützlich, wenn wir dazu kommen würden, sie einzusetzen. So, dann Exit bitte. Ja. Ja, einfach mal auf Vorrat. Treibstoff werden wir noch ein bisschen was brauchen und das ist ein günstiges Angebot. Jetzt wird es ein bisschen eklig, wenn wir jetzt im Nebel sind. Aber das wird auch schon funktionieren, denke ich mal. Ich möchte relativ außerhalb des Nebels bleiben jetzt in diesem Sektor, denn wir haben keine Long-Range-Scanner. Stress Beacon coming from a civilian ship. It appears it is being chased by a pirate. So, also ein Zivilschiff wird von Piraten verfolgt. Wir können entweder das Piratenschiff angreifen oder wir können unsere Mega-Imba-Waffen dazu benutzen, das Piratenschiff zu vertreiben. Machen wir das doch einfach mal, wa? Tü-tü. Ja, die hauen ab. Und wir bekommen was von denen. Das ist nett. Danke. So, und jetzt können wir dann doch mal ein zweites Schildlevel hier langsam auffahren, weil
Offensive ist gut. Ein bisschen Defensive dazu ist auch nicht schlecht, muss man ja dann doch zugeben. So. Ach, schon wieder jemand mit einem Glaive Beam. Das muss aber nicht sein. Obwohl. Ja, wird kein Problem sein. Der hat eine ähnliche Konfiguration wie wir. Der hat sogar auch Ionenkanonen. Naja. Moment. Ich feuer die mal ein bisschen versetzt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich einen Unterschied macht, aber. So. Ich würde natürlich schon ganz gerne deren Glaive Beam ausnocken. Sehr schön. So hatte ich mir das vorgestellt in etwa, ja. So, die Ionenkanonen halten das Schild schön unten, während unser Glaive Beam sich wieder auflegt. Deren eine Ionenkanone, ja, ist nicht so gefährlich, weil ist halt nur eine und deren Glaive Beam wird sich nicht aufladen können, bevor unserer schießen kann. Das heißt, tschüss Glaive Beam. Ach so, ja, richtig. Die Schnecken sind so ein bisschen feige und deswegen kommt so oft, ah, bitte lass uns leben, bitte, du kriegst alles, was wir haben. Das Problem ist, die haben meistens totalen Mist. Nein. Also man kann da durchaus gute Sachen bekommen, aber meistens sind das irgendwie so 6, 7, 8 Scrap und vielleicht ein Fuel oder sowas. Weil die sind doch sehr geizig und das muss man gar nicht so unbedingt haben. Haben wir irgendwo ein Store in der Nähe? Nein, haben wir nicht. Dann mehr Strom bitte. Engine Upgrade. Auch nicht ganz unwichtig. Kommen wir hoffentlich jetzt auch demnächst noch irgendwann zu. Und ja, das hat eben schon gut funktioniert. Machen wir das doch nochmal. Oha, die haben keine Angst, sondern die denken, hey, guck mal, da gibt mehr zu holen. Ja, hier gibt mehr zu holen. Das ist richtig. Insbesondere gibt hier ganz viel auf die Fresse zu holen. Das kann ich euch versprechen. So, aber durch das Energieschild machen wir wieder gleiche Taktik wie sonst. Wir haben zwar Weapon Pre-Igniter, aber ich feuer den Glaive Beam nicht, sondern ich feuer den Glaive Beam jetzt. Und zwar so. Damit ist relativ vorbei, was Gegner angeht. Dauert jetzt noch ein bisschen, aber ist halt eine langsame Waffe, der Glaive Beam. Es wäre ein Punkt, also es wäre noch schön, eine Waffe zu bekommen, die Schaden macht und die ein bisschen schneller feuert. Ich wäre ein unglaublicher Fan von Ionenbombe, Burst Laser Mark II. Scrap bin ich auch Fan von. Drone Control wäre auch nett, dadurch, dass wir schon eine Anti-Schiff-Drohne haben. Egal, wir fliegen erstmal und gucken, was hier noch so. Wie? Hä? Nebel? Habe ich auf den falschen Beacon geklickt, oder wie? Ich bin gerade verwirrt. Egal. Die haben ganz viele Laser. Ich glaube, der zweite hat verfehlt. Egal. Wir machen das jetzt so. Ach nee, der zweite war nur noch nicht da. So, eine Ionenkanone bitte auf das Waffensystem wechseln. Ja, ihr kommt eh nicht durch das Schiff durch mit zwei, durch das Schild durch mit zwei Lasern. Das könnt ihr ja mal vollständig knicken. Nein, den Glaive Beam möchte ich jetzt gerade nicht abfeuern. Denn die haben wieder Schild zurück. Das muss gar nicht so unbedingt sein. Ja, okay, jetzt ist dann wieder relativ wurscht, weil die haben nur noch ein Schild und ja, egal. Nein, immer noch nicht. Müssen wir natürlich auf noch eine Ladung von dem Glaive Beam warten, hier wegen einem Punkt Leben, den der Gegner noch hat. Also, na, egal. Gut, der Laser darf nochmal laden hier, ist aber kein Problem. Wir haben immer noch Energieschild und der würde nicht mal durch unser normales Schild durchkommen. Nicht wirklich gefährlich. Danke. Und mehr irgendwas.
Sehr schön. Ja, hier. Ich bin doch hier hingesprungen. Wieso war hier Nebel? Ich dachte, das wäre ein freies Piken gewesen. Das sah zumindest so aus, meiner Meinung nach. Aber gut, hier oben ist Store und dann müssen wir komplett hier rum und... Na, nehmen wir den Laden. Habt ihr was Interessantes? Ansonsten gibt es ein weiteres Schiff-Upgrade. Ihr habt Heavy Iron, Iron Blast. Die Iron Blast haben wir schon zwei Stück von, danke. Heavy Iron ist nicht wirklich besser. Also, ne? Da nehme ich lieber zwei Iron Blast weiterhin. Firebeam will ich gar nicht haben. Crew Teleporter erst recht nicht mit unserer Crew. Cloaking wäre schön, können wir uns nicht leisten. Die Drohne werde ich behalten, weil die bringt nur 25. So ein Drone Control hätte ich jetzt gekauft, muss ich dazu sagen, weil wir die Drohne schon haben. Gut, wir nehmen mal einfach zur Sicherheit ein paar Punkte hier. Okay, wir haben keinen weiteren Laden. Direkt angrenzend muss man ja auch immer mal gucken, deswegen gibt es jetzt... Was gibt es denn jetzt? Wir brauchen 150 für das dritte Schildlevel. Oh, ich tendiere eigentlich dazu, ein bisschen zu sparen gerade. Nein, das werde ich nicht tun. Wir machen das jetzt so. Jetzt haben wir eine höhere Ausweichchance, aber ganz wichtig ist, wir haben auch noch ein bisschen mehr Energie über, denn wir müssen jetzt doch ein ganzes Stück hier durch Nebel springen. Und ein Ionensturm halbiert die Energieproduktion. Und wenn wir in eine Situation kommen, wo wir unseren Glaive-Beam nicht mit Energie versorgen können, dann ist Problem. So, hier verschwindet irgendein Schiffchen und wir versuchen mal zu folgen. Hat leider nicht funktioniert. Gut, wir haben auch keine wirklich guten Sensorsysteme, also nicht so überraschend. Ja, ich könnte jetzt direkt zum Exit springen, aber ich riskiere es trotzdem, hier ein paar Sprünge durch den Nebel zu machen. Ja, nee, wir haben 38 Raketen, echt nett. Den Sprung machen wir noch und dann wahrscheinlich so langsam mal zum Ausgang. Hier ist... Moment. Ihr seid überrascht, ein Schiff ohne Schneckenmarkierungen da draußen gestrandet gefunden zu haben und bewegt euch dahin, um zu helfen. Boah, ich kann so schlecht live übersetzen, egal. Nachdem wir das Piratensiegel... Inschrift gesehen haben, überlegen wir uns das nochmal anders. So, Moment. Angreifen können... Oh, hallo, die haben aber gute Waffenauswahl. Egal. So. Bin gerne... Also ich denke mal nicht, dass wir es hier hinkriegen, die... abzumurksen über Sauerstoff, weil dazu haben die einfach zu viel Waffenpower, da mit zwei heftigen Lasern. Egal, zerlegen wir die einfach. Das war nicht gut genug. Das ist gut genug. So, jetzt nehme ich schon mal einmal Laser weg. Oh, Schild ist auch schön unten. Ich könnte ja eigentlich auch mal den Strom da reinsetzen, wobei es relativ Wurst ist gerade. So. Glaive Beam gleich wieder fertig. Einen Schuss von dem Laser hält unser Energieschild sowieso noch ab, also kein Problem. Nein, danke. Schiff kaputt. Ja, bisschen Scrap. Ist ganz in Ordnung. Eigentlich müssten wir den Sprung noch machen können. Ja, wir riskieren es einfach. No risk, no fun. Ja, ne? Verfolgen und drauf da. Das war nicht so gut. Haha, toll. Jetzt
Jetzt müssen wir doch kämpfen. Naja gut, dann... Moment. Wenn wir jetzt zwangsläufig kämpfen müssen, dann machen wir das so. Jetzt haben wir schon 32% Ausweichchance. Das ist wirklich nicht schlecht. Ja, hier haben wir jetzt natürlich wieder so richtig schönes Powerschiff mit allem drum und dran. Hoffentlich funktioniert das ein bisschen besser als unsere letzte Begegnung mit so einem Elite-Kampfschiff. Aber ich bin eigentlich ganz guter Hoffnung, das dürfte kein allzu großes Problem werden. Mit den Ionenkanonen jetzt müssten wir deren Schild relativ gut unten halten können, wie man sieht. Ich hoffe, als nächstes schießt die große Rakete von denen, weil die würde unser Energieschild noch abhalten. Ja, das sieht gut aus. Und jetzt gleich ist der Glaive Beam bereit, ohne dass die irgendein Schild haben und fast alles zerlegt. Wir müssen dennoch auf einen weiteren Schuss warten. Ich wechsle mal auf die Waffensysteme. Wir könnten sogar schon springen. Was gar nicht so verkehrt wäre. Die haben gerade eine Rakete abgefeuert, die uns möglicherweise trifft. Und wir bekommen eh nur einen Treibstoff von diesem Kampf. Deswegen springen wir einfach jetzt weg. Zoltan oder Engie? Ich glaube, wir gehen Engie, weil Zoltan, ich habe wenig Lust. Da sieht man noch die Rakete. Haha. Ich habe eigentlich wenig Lust, gegen andere Schiffe mit Energieschild zu kämpfen. Das muss nicht unbedingt sein. Gehen wir lieber zu den NGs. NGs sind sowieso viel cooler. Ich möchte irgendwie da oben rum, glaube ich. So. Slug Assault. Ja, wird schon passen. Ach, die haben einen Cloak. Ja, das ist natürlich, also, ja, okay. Kann man nichts dran machen. So, jetzt Cloak vorbei und jetzt gleich euer Leben vorbei. Und zwar, um das möglichst effektiv zu gestalten. Gut, mit einem Schuss werden wir es eh nicht hinkriegen, deswegen mache ich lieber ein bisschen weniger Schaden, um deren Schild mitzutreffen. Ja. So. Ihr haltet weiter schön das Schild unten. Danke. Ich überlege gerade, ob ich auf Waffen wechseln möchte. Eigentlich noch nicht. Wir haben noch ein... Irgendwas mache ich gerade falsch. Ja. Ja. Das ist Verwirrung. Wir haben noch ein Energieschild, deswegen gehe ich noch nicht unbedingt auf Waffen, sondern ich halte jetzt lieber die Schilde unten. Das ist natürlich jetzt gemein, dass die jetzt einen Cloak fertig haben. Ja, okay. Ich breche den Glaive Beamer eben ab. Ich muss mir gleich live die Situation angucken. So. 1, 2, 3, 4 Räume können wir damit treffen. 1, 2, tot. Yay, let's fets! Danke. Mehr Scrap. Käfer ist wieder mal Debugging Time. Wir wurden ausnahmsweise tatsächlich getroffen. Ist ja mal wieder was ganz Neues. Und richtig. So, können auch ein bisschen heilen gehen hier. Käfer, du kannst das gleich auch tun. So, Engie mal bitte zum Reparieren dahin. Käfer ist irgendwie langsam. Also zumindest langsamer als ein Engie, weil die haben halt einen Bonus auf Reparieren. Da kann Käfer sich mal lieber hier einen entspannten machen. So, wunderbar. Damit sind wir doch wieder top dabei. Bauen wieder die Energieversorgung um. Sparen wahrscheinlich jetzt auf das dritte Schildlevel, sofern nicht irgendwas ganz anderes dazwischen kommt. Springen hier hin und sehen, was es jetzt kaputt zu schießen gibt.
Ja, also da sind wir doch dabei. Wir haben 41 Raketen und keine Waffe, die Raketen verbraucht, also. Kann ich noch mehr verkaufen davon, bitte? Nee, leider nicht. Naja. Egal. Vielleicht bekommen wir auch noch eine Waffe mit Raketen. War auf jeden Fall schon ein ganz guter Deal. Ja, aber ja, natürlich. Weil die relativ gut ausgestattet sind, muss man denen jetzt ehrlicherweise dann auch lassen. Möchte ich jetzt direkt mit dem Glaivebeam ballern? Das wird wahrscheinlich nicht viel bringen, wenn er jetzt nur mit einem Schaden durchkommt. Ich lasse mal noch die Ionenkanonen einmal mehr darüber. So, jetzt sind wir nämlich schon in einem interessanteren Punkt angekommen. So, jetzt haben wir nur noch mit dem einen Laser und einer Drohne zu kämpfen, die uns natürlich jetzt tatsächlich auch ein bisschen Schaden macht. Aber ist in Ordnung. So. Versuchen, die Waffen ein bisschen offline zu halten, jetzt mit ein, zwei Schüssen. Die Drohne allein ist überhaupt kein Problem. Ah, sehr schön, Laser ausgenockt. Damit ist eigentlich relativ wurscht jetzt. Bitte alles auf die Schilde, damit die bloß nicht online kommen. Sobald der Glaivebeam fertig ist, hat sich das eh erledigt. Wie man sieht. So, und hier gibt es für uns gar nichts. Geil! Hey! Super, finde ich toll. Store, ja, okay, dann ist natürlich jetzt gerade erstmal nichts mit Upgraden. Sondern wir gehen jetzt zum Store und zwar mit richtig was auf der hohen Kante. Das könnte interessant werden. Ja, nee, lass mal.